Freunde und zurück bei den Webats. Heute mit Netza unterwegs. Wir sind heute auf dem Weg zum Lidl Lagerverkauf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist halt so Lagerverkauf, halt was noch so übrig ist, glaube ich, oder? Ja, was nicht verkauft bekommt. Genau, für billiger Geld. Da nehme ich euch heute mit. Viel Spaß beim Zugucken. Der Fahrlehrer ist krank oder ist im Urlaub. Ja, ja. Und immer der Fahrlehrer. Ja. Die wird nie für Ausschnitt machen. Guten Morgen, Freunde, und zurück bei den Webats. Ihr habt gesehen, gestern war ich beim Lidl Lagerverkauf, Sonderverkauf, wie man es denn auch immer nennen mag. So, ich zeige euch jetzt mal kurz einen kleinen Haul. Von meinem Shopping Haul im Lidl Sonderverkauf. Sehen meine Haare aus. Scheiß drauf. Der Mega-Schnäppchen oder das Mega-Schnäppchen, Freunde. Sag's euch, billiger kriegt ihr die nirgends. 50 Cent pro Dose. Habe ich gleich mal zugeschlagen und 3 Stück mitgenommen. Als nächstes, jeder kennt sie, diese Wundertüten. Einmal Feuerwehrmann Sam und einmal Cars. Für meine kleinen Brüder, jeweils zum Nikolaus, dachte ich mir, ja, warum nicht? Pro Tüte 1 Euro. Kann man nicht falsch machen. Dann, Freunde, Desperados ist so ein Viererpack Dosen. Hat 1,50 gekostet, kostet sonst im Laden mit Pfand, glaube ich, auch um die 4 Euro. Dann auch super billig immer Socken. Und hier auch nochmal Socken für meinen Freund. Jeweils 1 Euro das Paar. Dann einmal Frischhaltedosen-Set. Hat gekostet 1 Euro, kostet bei Lidl direkt, glaube 3 Euro. Ja, ich glaube 2,95 oder so. Habe ich für meine Mama mitgenommen, weil ihre Frischhaltedosen verschwinden irgendwie immer. Deswegen dachte ich mir, nehme ich es mal mit. So, dann muss ich mal gucken. Ah, genau. Einmal Waschmittel. Was denkt ihr, was hat es gekostet? Kostet, glaube ich, sonst keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat es nur 60 Cent gekostet. 60 Cent. Wenn das Kind Schnäppchen ist. So. Weiter geht's. Einmal so ein Messerset. Natürlich alles von Lidl oder bei Lidl Lagerverkauf gekauft. Da ist einmal, ja, hier steht ein Schälmesser, ein Allzweckmesser, ein Kochmesser und ein Brotmesser mit drin. Und das kann ich euch gar nicht sagen, was es gekostet hat, weil es steht gar nicht mit auf dem Kassenzettel. Aber insgesamt habe ich 45,20 Euro bezahlt. Und der Knaller kommt gleich noch, Freunde. Dann nochmal Waschmittel. Einmal schwarz, einmal lila. Lenore Unstoppable kennt jeder. Einmal Mystic und einmal Dreams. Riecht beides irgendwie sehr lecker. Habe ich noch nie getestet, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Haben zusammen gekostet 1,80 und jeder weiß, die sind sonst richtig teuer, die Dinger. So, dann habe ich einmal eine Flasche Lipton Ice Tea Sparkle für Erik mitgenommen. Der liebt es ja, ich finde es nicht so lecker. Das ist Eistee mit Kohlensäure. War auch nicht teuer, hat gekostet 50 Cent die Flasche. Mit Pfand. Dann für den Sport eine Leggings, die hat gekostet 3 Euro. Finde ich aber auch okay, hat sonst vorher gekostet 6 Euro.
Dann habe ich mir, bevor ich in Urlaub gefahren bin, bei Lidl diese Uhr hier gekauft. Alles klar, da ist erstmal die Speicherkarte voll. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin meine Kamera gefilmt hat. Auf jeden Fall, das letzte war diese Uhr, 3 Euro. Ist ein Dupe zu Daniel Wellington. Aber ist mir egal, ich kaufe keine Uhr für fast 130 Euro, weil ich die auch für 3 Euro haben kann. Auch wenn sie nicht so hochwertig ist, aber scheiß drauf. Dann, last but not least, so ein Dreier-Set Alpengenuss-Trio. Pommes-Salz, Kräutersalz und Jodsalz. Steht nicht mit auf dem Kassenbon, habe ich gerade schon mal erzählt, aber die Speicherkarte ist ja voll gewesen. Keine Ahnung, wird nicht mehr als 2 Euro gekostet haben. Genau. Lidl Lagerverkauf. Achso, nein, Freunde. Nein. Das darf ich gar nicht vergessen. Ich zeige es euch mal kurz. Wir haben nämlich noch eine Mikrowelle gekauft, die wir schon aufgebaut haben. Hallo, it's me. Genau. Die hätte im Handel gekostet 89 Euro. War bei Lidl dort runtergesetzt nochmal für 50. Ja, und wir haben sie aber gekriegt für unschlagbare 17 Euro, meine Freunde. Habt ihr schon mal eine Mikrowelle für 17 Euro gesehen? Nein, ich auch nicht. Und schon gar nicht so eine, die so viel Funktion hat. Freunde, wir haben dafür fast eine Stunde angestanden. Also wir waren um 15 Uhr ungefähr da. 16 Uhr war Einlass. Es hat geregnet wie Sau. Meine Jacke ist jetzt noch nass. Ja. Aber es hat sich gelohnt, Freunde. Ja. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Beim Lidl Sonderverkauf. Ich glaube, das ist, weiß gar nicht, alle 2 Monate, alle 4 Monate oder so in Freienbrink. Freitags für Mitarbeiter, Samstag für alle anderen Kunden. Ja, könnt ihr auf jeden Fall Schnäppchen machen, Freunde. Guckt da mal vorbei. Dann, Freunde, war ja heute oder ist heute der 1. Dezember. Ich habe das erste Türchen aufgemacht. Und guck mal, wie süß. Meine Vanessa hat mir ein Einhorn. Hauptsache, hier steht noch der Preis drauf. Vanessa! Naja, egal. Ich liebe Einhorn, Einhörner, deswegen hat sie wieder voll ins Schwarze getroffen bei mir. Und das ist total super, weil heute Abend, Freunde, ist bei uns in der Stadt, nämlich Lichterfest. Und da passt es total super. Kann ich ein Schlückchen von meinem Einhörnchen, von meinem Einhorn Sekt probieren. Ach so, Freunde, ich enthalte euch hier Sachen vor, sage euch. Was wir auch beim Lidl Lagerverkauf gekauft haben, ist hier einmal so ein Sixer Sprite. Die Sorte kannte ich nicht mal. Zitrone, Limette, Minze. War auch nicht teuer, hat mit Pfand 3 Euro gekostet. Freunde, wie ist es eigentlich bei euch? Seid ihr die Leute, die schon alle Weihnachtsgeschenke da habt? Oder seid ihr die Leute, die auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke bestellt? Oder seid ihr wie ich und kauft die Weihnachtsgeschenke kleckerweise? Doof ist, ich würde euch gerne die Weihnachtsgeschenke, die ich schon da habe, zeigen. Nur ich weiß, dass zum Beispiel meine Cousine meine Vlogs guckt. Hallo, Elli. Weiß ich, dass meine Mama meine Vlog guckt. Mein Papa meine Vlog guckt und mein Bruder auch. Und deswegen, ja, das gestaltet sich das Ganze ja ein bisschen schwierig, euch die Weihnachtsgeschenke zu zeigen. Weil ich weiß, dass ihr das eh sehen werdet, ihr da draußen. Deswegen, muss ich mir mal da was überlegen. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall. Freunde, ich habe euch erzählt, heute ist Lichterfest bei uns in der Stadt. Und da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Ich zeige euch meine Stadt.
Thank you.